Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Opening auf diesem Kanal. Heute öffnen wir das Champion Pack 7, um genau zu sein, 38 Booster. Was es hier drin zu ziehen gibt und was wir hier drin ziehen werden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, Champion Pack 7, es gibt viele, viele schöne Sachen zu ziehen, aber es gibt eine Sache, die möchte ich ziehen und da bestehe ich drauf, wenn ich sie nicht ziehe, bin ich sauer und das ist geladener Kong. Das ist wohl das erste Video, wo ich mir jetzt wirklich ein Ziel setze. Genau. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich los, wir bauen uns das hier schön an die Seite und dann gucken wir mal, was wir bekommen. Das ging leicht auf. Wir haben Insta-Fusion, sehr gute Kamen. Homunculus, Geschöpf der Alchemie und Einbildungsunterwälder. Das ist auch eine coole Karte. Die war vor einiger Zeit noch richtig viel wert. Also richtig viel wert. Das wäre. Dann. Da muss man wieder was für tun, dass es aufgeht. Haben wir Instant Fusion, Homunculus und Feenkönig Vartal. Ich dachte schon, es kommt wieder der Einbildungsunterwälder. So. Aber wir haben auf jeden Fall eine gewisse Menge an Boostern und da kommen auf jeden Fall Holos rum und ich hoffe halt wirklich, dass das ist die ist, die ich möchte. Konter, Dimensionsumkehrung und Zauberschläger. Dass ich diese Karte noch nicht besitze, dass ich sie nicht mal kannte. Ich glaube, die Karte wurde auch nur da geprintet, ne? Ich glaube nicht, dass die irgendwann anders reprint hätte, weil sonst hätte ich das gewusst. Dimensionsumkehrung. Doppelmodus Bestie, alles klar. Und wieder den Einbildungsunterwäldler. Und hier auch wieder der Vermerk. Auch das hier kommt vom lieben Erik. Das ist nie etwas abgewogen. Niemand zieht immer schöne Sachen raus, wenn man sich was kauft. Kostet ein bisschen was, aber man zieht immer schöne Sachen. Dann haben wir wieder die Doppelmodus Bestie, Erinnerungszerstörer und Geschäfte mit der finsteren Welt. Also ich muss sagen, die Rares hier sind richtig gut. Ne? Geschäfte mit der finsteren Welt geht auch was. Geht auch was. Wieder Instant-Fusion, antike Regeln und wieder den Einbildungsunterwäldler. Seht ihr, wie leicht das aufgeht? Die Verschweißung hält ja gar nicht mehr. Dimensionsumkehrung, Doppelmodus-Bestie, Verdammungsschaman. Jetzt will ich doch glatt mal gucken. Ja, doch. Ich hatte schon fast den Eindruck gemacht, dass wäre mal offen gewesen, wieder zugeklebt worden, aber nee, nee. Da sind noch keine Klebereste dran, da ist einfach die Verklebung locker. Dann haben wir Schaufelbrecher, lebensabsorbierende Maschine, richtig krankes Artwork, Leute. Und wieder die Geschäfte mit der finsteren Welt. Ja, die Holos lassen diesmal ganz schön lange auf sich warten. Dimensionsumkehrung, Schaufelbrecher und Elemental Ocean. Das wäre halt, das wäre jetzt schon witzig, ne? Die ganzen anderen Sachen richtig krass gezogen und hier voll verkackt. Das wäre, ich weiß nicht, wie ich das finden würde. Instant Fusion, Doppelmodus Bestie und Feenkönig Vartal. Dann wieder die Doppelmodus Bestie, Erinnerungszerstörer und Geschäfte mit der finsteren Welt. Ja, und überall ist es so, dass sich die Karten halt relativ schnell wiederholen. Ich gehe natürlich dementsprechend jetzt auch ein bisschen schneller drüber. Konter, lebensabsorbierende Maschine und Zauberschläger. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Packs haben wir denn jetzt schon aufgemacht. Waren schon einige, ne? 7, 8 Stück bestimmt. Erinnerungszerstörer, lebensabsorbierende Maschine, Verdammungsschamane. Dann Erinnerungszerstörer. Dimensionsumkehrung und wieder der Einbildungsunterwäldler. Nächstes Pack. Wir haben Dimensionsumkehrung, Homunculus und Geschäfte mit der finsteren Welt. Boah, und da unten lässt es nicht aufgehen, oder was? Auch gut. Wir haben die Doppelmodus-Bestie,
Konter, Konter und Feenkönig Wartal. Jetzt aber hier. Weiter geht's mit der Doppelmodus-Bestie, dem Erinnerungszerstörer und Geschäfte mit der finsteren Welt. Scheint ein schnelles Video zu werden. Dann antike Regeln, lebensabsorbierende Maschine und Feenkönig Wartal. Habt ihr das Booster schon mal aufgemacht? Vielleicht auch in größere Menge und habt ihr gut gezogen? Lasst mich wissen. Dimensionsumkehrung, Schaufelbrecher und angsteinjagendes Gebrüll. Unsere erste Super Rare, mega nice, aus dem Champion Pack 7. So muss das sein. Ja, angsteinjagendes Gebrüll, eine uralte Karte. Sehr schön, schöne Holo, freut mich, den nehmen wir doch gerne mit. Die legen wir auch hier schön aufs Feld. Dann geht es natürlich direkt mit dem nächsten Booster weiter. Wir sind immer noch auf der Jagd nach dem geladenen Kong. Erinnerungszerstörer, Schaufelbrecher und Feenkönig Wartal. Komm schon, Kong. Wir wollen dich. Ich will dich. Schaufelbrecher, Konter, Konter und geladener Kong. Ja, Leute, was soll ich dazu noch sagen? Ich hab ihn. Ist diese Karte nicht fett? Geladener Kong in Ultra Rare. Aus dem Champion Pack 7, richtig geil. Die geht in etwa ein 10er, ist es also nicht die Welt, aber mega geil. Und diese Karte sieht so sick aus. Einfach nur schön. Ja, ich würde sagen, Missionsziel erreicht. ein zweiter wäre schön. Aber das ist unwahrscheinlich. Ich hoffe jetzt mal noch auf eine Super Rare. Und dann bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Ich bin eigentlich jetzt schon zufrieden. Aber noch eine Super Rare wäre schön. Vielleicht ganz am Ende. Schaufelbrecher. Konter, Konter. Damit halt Ocean. Es ist halt immer schön, wenn man so mit noch Holo enden kann. Ich weiß nicht, das ist einfach besser in den Videos. Es kommt einfach besser in den Videos. Dann hat man auch mal einen schönen Beauty-Shot und ist alles gut. Konter, Konter. Antike Regeln. Und wieder der Einbildungsunterwäldler. So. Dann lebensabsorbierende Maschine. Dann wieder die Doppelmodus-Bestie und Elementarheld Ocean. Nächstes Pack. Erinnerungszerstörer. Konter, Konter und der Verdammungsschamane. Also wir ziehen in diesem Opening tatsächlich nicht so viel wie in den letzten Openings. Aber dafür wenigstens die richtige Karte. Wir haben wieder die Doppelmodus-Bestie, Konter, Konter und wieder den Feenkönig Wartal. Aber wir haben noch ein paar Booster. Vielleicht ziehen wir noch was Schönes. Dann haben wir den Schaufelbrecher, Homunculus und Elemental Ocean. Und wie findet ihr den Kong? Kennt ihr die Karte? Habt ihr sie? Findet ihr sie cool? Also ich finde sie gigantisch. Antike Regeln, Homunculus, Elemental Ocean. Schaufelbrecher, Konter, Konter und Einbildungsunterwäldler. Da muss man immer richtig aufpassen, dass man die Karten nicht beschädigt, bei nur 3 Stück. Instant-Fusion, lebensabsorbierende Maschine und Gladiatorengeheuer Bestiari. Richtig geil. Eine alte GX-Karte, die dann im Endeffekt auch in Arc 5 nochmal aufgetreten ist. Sehr cool. Sehr cool. Erinnert ihr euch im Anime von 5Ds, von Arc 5, erinnert ihr euch da an diesen
an diesen Fight gegen diese Bestien nannten sie den immer. Der hat mit den Gladiator-Ungeheuern gespielt. Die fand ich so geil. Das war so das Beste aus der ganzen Serie, dieses Duell. Das fand ich echt nice. Sehr schön, also jetzt bin ich wirklich rundum zufrieden. So, na, schauen wir mal weiter. Homunculus, Geschöpf der Alchemie, lebensabsorbierende Maschine und Elemental Ocean. Instant Fusion, Dimensionsumkehrung und Zauberschläger. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Dann antike Regeln, Doppelmodus Bestie. Und der Verdammungsschamane in Rare. Dann haben wir Schaufelbrecher, Dimensionsumkehrung und Einbildungsunterwäldler. Mann, den ziehen wir aber oft hier. Dann haben wir lebensabsorbierende Maschine, antike Regeln und legendärer Jujitsu-Meister. Jawohl, haben wir erst letztens das Kamen in Ancient Sanctuary Opening gesehen. Jetzt haben wir nochmals Holo, eine vierte Holo, wer hätte es gedacht. Richtig nice, damit ist dieses Opening wieder ein voller Erfolg. Und ja, in den drei Packs wird eh nichts drin sein, aber ich mach's trotzdem auf. Das ist cool, das ist cool. Wir werden zwar wahrscheinlich nicht mit einer Holo enden, aber hallo, wir haben vier fucking Holos gezogen. Dann geht's weiter mit der Doppelmodus-Bestie, dem Schaufelbrecher und dem Zauberschläger. Vorletztes Pack. Wir haben Dimensionsumkehrung, Schaufelbrecher und nochmal Gladiator, euer Bestiari. Ja moin! Nice! Geil! Nehme ich gerne noch ein zweites Mal mit. Letztes Booster, davon hängt alles ab. Die Chance, dass hier noch eine Holo drin ist, ist verschwindend gering, aber wir glauben doch ans Herz der Karten, oder? Wir haben antike Regeln, Instant-Fusion und keine Holo. Das Herz der Karten schlägt heute nicht für uns. Aber das macht nichts. Und ja, was soll man sagen, ja? Ist doch cool, oder? Das nenne ich eine Ausbeute. Das ist richtig, richtig nice. Ich bin absolut zufrieden. Ich wollte das ziehen. Ich habe das gezogen, was ich ziehen wollte und noch vieles, vieles mehr. Das war's dann auch wieder mit dem Opening für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns zu einem weiteren Opening und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.